Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich würde gerne jetzt mal die nachfragen, ob wir mal ja eine bessere Rüstung bekommen könnten oder so. Ich weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Wo ist denn Lee? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ist wahrscheinlich am Pennen. Dann gehen wir mal auch lieber selber pennen. Von mir einmal. Erfährt keiner was. So. Und wo bleibt er jetzt? Khalid ist jetzt auch weg. Sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ja, der steht ich jetzt hier. Nicht mehr, wo ist jetzt glauben soll. Torloff? Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm nicht. Ah, da ist Lee. Warte mal. Noch mehr kann ich nicht gebrauchen. Warte mal. Ich hab was anderes gehört. Ach, das ist schon die mittlere Rüstung, die wir haben. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Hab total vergessen, dass wir es in die mittlere haben. Das glauben, was man hört. So, dann würde ich es aber jetzt gerne mal riskieren, vielleicht in die alte Kolonie reinzugehen, ins Minental. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Und gucken, ob wir das überstehen gegen die Orks. Mit etwas Glück, ja. Gerade so noch knapp. Ich weiß jetzt nicht, ob wir stark genug gegen die sind. Fehlen uns aber auch nicht mehr allzu viele Punkte bis zur nächsten Stufe. Da hinten gibt es auch noch ein paar Banditen, die wir eigentlich machen könnten, versuchen könnten. Wie viel Bolzen haben wir noch? 72. 72 Bolzen. Das ist jetzt die Frage. Was können wir machen? Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Wir haben hier noch auch einige... Warte, Fernando... Der Händler Fernando will wissen, wie es um das Erz im Minental steht. Das könnten wir ja machen auch. Das ist eine schlimme Sache. Wenn wir ins Minental gehen. Die Frage ist nur, überleben wir es? Ich wünschte, es wären hier noch irgendwie irgendwo Gegner, die schaffbar sind für uns. Und dass wir dann vielleicht hier auf die dritte Stufe aufsteigen könnten. Okay, wir gehen jetzt aber hier gleich links. Richtung Minental. In die Strafkolonie. Und sehen zu, dass wir Gorn und so befreien. Gorn, Diego und Milton sind noch da drin. Die müssen wir rauskriegen. So. Wir speichern aber auch kurz davor, bevor wir da reingehen. Aber ich freue mich drauf, dass wir jetzt endlich mal da reingehen können. Und auch das tun. Ich hoffe nur, dass wir das wirklich auch überstehen. Ich hoffe das wirklich und dass die Orks nicht allzu stark sind jetzt aktuell. Haben wir noch rohes Fleisch? Zwei Stück, die können wir eben noch hier brutzeln. Die können wir hier noch eben brutzeln. So, haben wir. Gut. Speichern. Und... jetzt drücken wir uns mal die Daumen, dass wir das auch überstehen, wenn wir da reingehen. Gib
Gibt es hier noch irgendwas einzusammeln? Ich lasse die Tür jetzt offen. Zur Gefängniskolonie. Okay, ganz normale Wölfe gibt's hier. Ja, kommt. Junger Wolf. Ich hab jetzt mehr erwartet. Nichts zu holen. Ich hab jetzt wirklich mehr erwartet. Ändert sich bestimmt gleich. Ich finde es interessant, dass hier die Köpfe, die Schädel, andere Farben haben als der Rest des Körpers. Zumindest ein paar. Wölfe. Ja, komm, schlag zu. Okay. Da haben wir schon den ersten Ork. Da ist ja sogar noch einer. Komm. Einen von euch will ich. Nein, nicht beide. Nicht beide. Nein. Ich will nicht beide. Das überleben wir nicht. Okay. Wie kommen wir an den vorbei? Sieht so aus, als könnte man da oben rum. Ist das hier ein Eingang da hoch? Okay. Erstmal Rattenfleisch einsammeln. Okay, nice. Nichts zu holen. Okay, speichern wir noch einmal. So, was gibt's denn hier? Goblins. Jo, komm. Die wollen mich jetzt noch komplett flachsen, oder? Die wollen... Die wollten mich doch jetzt komplett auf den Arm nehmen, oder? Wie viele sind denn das? Wenn ich jetzt hier drauf wechsle... Den treffe ich nicht. Okay, die kommen jetzt alle. Ja, komm. Alter, wie soll man gegen... Wieso haut er... Der haut ganz langsam immer zu. Warum? Was soll denn der Scheiß? So, ja, einer. Zwei gehen auch noch.
Nicht alle. So, komm. Der will mich doch auch. Goblins wollen einen richtig verarschen. So, nächster. Da ist nichts zu holen. Komm, da ist doch da noch ist ein. Nichts zu holen. So, noch mit der. Nichts zu holen. Nichts zu nichts holen. Zu plündern. Da ist nichts zu holen. Hier ist doch direkt vor nichts mir noch. Zu plündern. Da ist doch direkt vor mir einer. Nichts zu holen. Hier, das speichern wir auch noch einmal, weil das haben wir jetzt geschafft. Ich habe das Gefühl, da könnten vielleicht noch ein paar Goblins sein. Aber nee. Ein Trank. Noch ein Trank. Ein Schürhaken. Goldener Ring. Da ist eine Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ein Lederbeutel. Gut, jetzt können wir eben. Komm, machen wir einmal so voll und. So. Und noch einmal speichern, bevor wir darüber gehen. Ich habe so das Gefühl, da kommt noch was auf uns zu. Goblin. Oh, da ist noch ein schwerer Ast. Den nehmen wir mit. Ah, Wölfe, das geht noch. Die Wölfe hier haben ja vier Augen. Fällt mir jetzt erst auf. Hier ist noch eine Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Die ich nicht knacken kann. So, jetzt bin ich gespannt, wo man hier rauskommt. Wenn wir da reingehen. Okay, Ladebildschirm. Okay, ihr seht den Ladebildschirm jetzt. Jetzt erst. Es ist Nacht. So, hier speichern wir mal hier drauf. Warum auch immer es Nacht ist. Moment. Da sind Orks. Heilkraut. Hier sind wir. Da hinten, das ist so. Ich weiß, wo wir sind, genau. Ich sehe aber nichts. Doch eine Fackel. Ja, Feldräuber. So, da ist der nächste. Oh, nice. Ist die Fackel jetzt weg? Nee, die liegt noch hier oben. Aber wie cool, dass wir jetzt hier gelandet sind. Wir sind durch die alte Mine, also hier hingekommen. Eine Rune. Beziehungsweise durch die verlassene Mine sind wir also reingekommen. Na, da gehen wir mal lieber nicht lang. Aber wie nice, wieder hier zu sein. Das hat sich auch ein bisschen verändert. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ah, ne, das ist der Ausgang. Ne, das da unten ist doch der Ausgang. Wo führt dann die Mine hin?
Kann man hier irgendwie noch anders rein? Machen wir mal so. Oh, Scheiße. Okay. Nur weil ich jetzt in die Mine reingegangen bin, kam jetzt diese Sequenz. Aber okay, da hatten wir schon den Drachenangriff. Ich wünschte, ich hätte nur eine bessere Waffe. Aber vielleicht kriegen wir hier jetzt endlich mal eine. Vernünftigen Zweihänder. Fliegen. So, wo ist der nächste? Nein. Auch noch ein Drachensnap. Nein. Nein, falsches Ding. Falsche Lade. Verdammt, ich habe ja das falsche geladen. Das hier. Ja toll, jetzt haben wir das da oben aber nicht gemacht, ne? Mit den Minecrawlern hier. So, wo ist der andere? Da hinten. Gut. Wenn die Zwischensequenz jetzt noch einmal kommt, überspringen wir die mal. So, und wo haben wir die Fackel? Da. Damit sehen wir auf jeden Fall besser. Gegen den Drachensnapper werde ich jetzt nicht noch einmal antreten. So, brauchen wir nicht noch einmal uns anzusehen. So, die Blutfliege habe ich kein Problem, wenn die ankommt. Der Drachensnapper ist das Problem. Komm, nimm die auf. Nimm die Fackel auf. Nimm die auf. Dann machen wir so. Ach, hier. Ach, zwei von denen. Ich hoffe nur, der Drachensnapper sieht uns nicht. Speichere mal lieber jetzt noch einmal hier auf die zwei. Nur um sicher zu gehen. Dass wir jetzt hier nicht drauf gehen. Wo ich hier müsste ja auch noch irgendwie so einen Weg nach oben geben. Ne, hier ist kein Weg nach oben. Aber egal, da hinten ist schon das alte Lager. Boah, aber es ist nice, wieder hier zu sein. Wieder die alten Gebiete hier neu zu erkunden, sage ich jetzt mal. Wer ist denn das? Jergan. Warum stehst du hier rum? Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg.
Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Vermisste? Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Mhm. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Okay. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Wie komme ich in die Burg? Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orkramme. Darüber kommst du hinein. Schleich dich so nah wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Okay, klingt jetzt schon super. Wenn das alles hier voll mit Orks ist. Ist das ein Drachensnapper? Nee, hier, die zwei. Oder ist ein normaler Snapper? Ist ein normaler Snapper. Boah, zum Glück ist das ein normaler Snapper. Nicht so. Zum Glück ist das ein normaler Snapper. Super. Läuft schon mal gut. Okay, darum kommen wir nicht so gut hin. Ja, okay, der will hier hinkommen. Ne, jetzt nicht mehr. Habe ich so das Gefühl, der will draufgehen. Da ist nichts zu holen. Der will manchmal, glaube ich, wirklich nur sterben. So. Wenigstens haben wir dessen Erfahrungspunkte jetzt mal eingesammelt. So, was sagt denn hier die Uhr? 1.18 Uhr. Aber... es war vorhin doch helllichter Tag, als wir durch das Tor gegangen sind. Wieso ist es auf einmal hier nachts? Da sind ein paar Blutflecken. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Noch ein paar hundert. Beziehungsweise ein bisschen mehr als über 100. Und wenn die Burg da voll mit Orks sein soll, also außenrum. Ich sehe da schon einen. Wie sollen wir in die Burg kommen? Speichern nochmal. Da würde ich sagen, schauen wir uns das einmal an. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass wir drauf gehen. Alter, wie viele Orks sind hier? Alter, was? Ich sehe gar nicht wohin. Da ist eine
Da ist irgendwas. Nein, am Wagen vorbei, bitte. Komm. Ich habe gesehen, wo wir hoch könnten. Ich hoffe, das schaffen wir. Haben wir einen Trank der Geschwindigkeit? Nein, haben wir nicht. Das heißt, mit der Geschwindigkeit, die wir jetzt haben, müssen wir irgendwie an denen vorbei. Okay, Lurker, gehen noch. Einer ist in Ordnung. Nicht beide gleichzeitig, ja? Nicht beide gleichzeitig, einer. Ja, der kommt. Nice, den haben wir. Dann können wir den dann noch erledigen. Aber warum muss das jetzt so spät sein? So dunkel. Ich verstehe das nicht. So, komm. Mach den doch kaputt. Jetzt lauf mal ein bisschen so. Damit wir den auch mal treffen können. Okay. Hufenaufstieg, das muss gespeichert werden. So. Jetzt haben wir wieder 10 Lernpunkte. In Stärke. Ich würde das als nächstes wirklich in 2 Hände investieren. Ich glaube, am einfachsten wäre es, wenn wir es wirklich hier über die Lurker versuchen. Da sind sehr viele Dodos. Abstand gewinnen. Dann können wir jetzt eben was futtern. Wir brauchen bessere Lebensmittel oder Möglichkeiten aufzustecken. Was sind das eigentlich für eine Rune, was wir eingesammelt haben? Mana kosten 10. Teleport zum Pass im Minental. Okay, einmal wieder speichern. Und dann kümmern wir uns um die Viecher. Komm, jetzt hau. Jetzt muss auch richtig zuhören. Hallo. Ich drück hier wie ein Wahnsinniger. Drück wie ein Bekloppter hier auf die Angriffstaste. Und er greift nicht an, der schlägt nicht, der macht nur. Alter. Wie blöd muss man sein beim Kämpfen? Jetzt kommen die nächsten zwei. So, gegen zwei habe ich nichts. Alle. So. Oh
Waren dort nicht noch mehr? Nichts zu holen. So, noch einmal speichern. So, und... Genau. Und die Blutfliege gönnen wir uns noch. Oder ich würde sagen, wir gehen nochmal hier hin. In sicherem Abstand. Dazu. Fressen nochmal ein bisschen was. Wir haben wieder 21 Fleisch. Die wir brutzeln können. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir mal zu, dass die Uhrzeit hier ein bisschen, dass die Sonne hier mal aufgeht. Dass wir uns erstmal hier außerhalb vom Ork-Lager beschäftigen. Bevor wir da reingehen. Und dann sehen wir zu, dass wir auch wirklich mal reinkommen. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!